Hallo hier aus Moos. Eigentlich unerklärlich, wie das passiert ist. Hätte ich ja mal nochmal losgelassen, wäre ich innen drauf gefahren. Das wird heiß. Ich glaube, wir haben es auch mit verdammt hohem Niveau an der Spitze zu tun. Zum Glück dann noch irgendwie aufs Podium gekommen. Das ist der Meister. Ah, jetzt sind wir hier bei mir in der Werkstatt von Air Speedbike. Gutes Essen gibt es bei der EDM, hier bei STC. Ja, Sende, wenn es Sende ist. Hallo hier aus Moos. Wir sind zum dritten EDM-Lauf und hoffen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben als in Aschersleben. Wir sind, denke ich, recht gut aufgestellt, haben die Motorräder sauber vorbereitet. Letzte Woche waren wir nochmal in Schleiz zum Test. Haben nochmal geschaut, hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber lief ganz gut. Jetzt versuchen wir hier das Optimale rauszuholen. Ja, der Freitag lief an sich recht gut. Wir haben gut ins Wochenende gefunden. Ja, FP1 startete von den Rundenzeiten ganz gut, was aber dann nicht ganz so mit den Fahrermeinungen übereinstimmte. Es sah teilweise besser aus, als wir wirklich waren. FP2-Session wurde deutlich besser. Wir konnten guten Speed fahren. Waren unter den ersten 6-7 Leuten dabei. Ja, für das Super Bowl Practice haben wir noch mal ein bisschen was probiert. Jeder für sich, die Gruppe, also Cheo, Toni-Gruppe und Pax-Gruppe. Beim Pax lief es jetzt dadurch nicht ganz so gut, aber hätten wir das nie probiert, hätten wir es auch nie erfahren können. Jetzt reparieren wir das Motorrad für FP3 und ich denke, da haben wir noch was im Köcher. Cheo, wie war dein Tag? Ja, spitze eigentlich. Also hat sehr gut angefangen, waren von Anfang an bei der Musik dabei, konnten uns kontinuierlich steigern und ja, mit P3 jetzt im Super Bowl Pre-Practice bin ich natürlich sehr zufrieden. Bei der Musik dabei, was hast du für Musik vorher gehört? Ach, nix weiter eigentlich. Keiner. Keiner, okay. So, Toni, du auch stark gewesen heute? Wie war dein Tag? Soweit solide. Hab mich jetzt nicht ganz so gut gefühlt. Schon die Tage vorneweg, aber mit P4 im SPP easy durchgekommen. Dir einen guten Windschatten gegeben. Also, was will man mehr? Und sonst spezielle Vorkommnisse, Stunts? Die hebe ich mir von morgen mal auf. Alles gut. Ja, seht ihr unsere Wartungsarbeiten, die wir regelmäßig an den Motorrädern durchführen. Der Olaf macht gerade eine Kupplung. Das macht er genauso auch im Rahmen des BMW Cups oder bei uns in der Werkstatt, wenn er da bei Air Speedbikes mit aushilft. Ole, erzähl mal, was machst du denn hier? Na, ich mache im Prinzip die Kupplung aus, weil die ja beim Fahren nie benutzt wird, nur beim Start. Und damit kriegt die kein frisches Öl, wird trocken und damit wird sie beim Starten dann rocken. Und dann wird sie jeden Samstag vor dem Rennen quasi in Öl eingelegt und dann in eine ölige Kupplung quasi eingebaut, dass sie beim Start ordentlich kuppeln kann. Im Gegensatz zur Ducati haben wir halt hier eine Ölbadkupplung und keine Trockenkupplung. Beziehungsweise beim Auto hat man ja auch eine trockene Kupplung. Wenn die Öl bekommt, dann ist er ja kontraproduktiv. Dann gibt es keinen Kraftschluss. Aber bei der Motorradkupplung oder bei unserer Kupplung hier in der BMW ist es halt eine Ölbadkupplung. Das ist der Meister. Normalerweise nennt man Falco oder ruft man Falco, aber es ist im allgemeinen Fahrerlager Mund der Meister. Er bereitet gerade vom Pax das Motorrad vor für das Rennen morgen. Er begleitet mich auch zu sämtlichen BMW Cup Rennen und betreut die Motorräder der Moto Racing School. Falco, erzähl mal. Was willst du denn wissen? Ja, beim Paxheim Moped haben wir jetzt die elektrischen Bauteile wie Sicherung und Hauptrelais getauscht, dass die zum Rennen nicht ausfallen, also quasi reine Vorsorge. Dann wird bei dem auch Kupplung gemacht, Bremsen sauber. Also eigentlich das ganze Motorrad auf den Kopf gestellt, ja, dass dann morgen alles rund läuft und kein technischer Defekt auftritt. Holger unterstützt Air Speedbikes auch, indem er ab und an mit beim BMW Cup dabei ist und den Bereich, den er auch beim Jan Ulle abdeckt, bei uns mit im BMW Cup, an die Kunden ranbringt, dass sie ihre Daten besser verstehen, dass sie ihre Daten auch besser nutzen können, weil die Motorräder haben heutzutage so viele Möglichkeiten, die man da mal als Otto-Normalfahrer auf dem Trackday gar nicht ausschöpfen kann. Und da ist der Holger eine gute Stützstelle bei mir und der hilft unseren Leuten dann schneller zu werden. Also wenn ich mit Ronny unterwegs bin, unterstütze ich natürlich gerne im BMW Cup. Das macht Spaß, auch mit den Fahrern, weil da können wir sehr einfach und sehr schnell darstellen, also wo kann man nicht nur ein Zehntel, sondern manchmal ein paar Zehntel gleich rausholen, weil häufig ist es nur die Gaststellung. Die meisten Fahrer merken gar nicht, dass sie gar nicht Vollgas geben, sondern sind nur bei 70 oder 80%.
dann auch, wenn sie vom Gas gehen, dass sie erstmal rollen, bis sie dann wirklich anfangen zu bremsen oder von der Bremse wieder aufs Gas. Das kann man sehr schnell und sehr einfach sehen und da sind auch ruckzuck Erfolge dann zu sehen bei den Leuten, was unheimlich viel Spaß bringt. Jetzt sind wir hier bei mir in der Werkstatt von RS Speedbikes. Wenn ich nicht auf der Rennstrecke bin, bin ich hier. Die Werkstatt, wo unsere Bikes entstehen für GERD 56, wo die Bikes für verschiedene BMW RR Cup Kunden entstehen und auch alle anderen, die gerne schnelle Motorräder haben wollen. Wir bauen hier nicht bloß die Motorräder, wir stimmen sie hier auch ab. Wir haben einen Leistungsprüfstand, wir haben einen Dämpferprüfstand. Das können wir euch jetzt mal zeigen. Also hier kümmern wir uns um eure Fahrwerke. Wir machen Service an Öhlins, WP und anderen Dämpfermarken, Gabelmarken für Motocross und auch für Straßensport. Das Erste, was wir machen, ist, wenn wir eure Fahrwerke bekommen, wir messen die ein bei uns auf dem Prüfstand, schauen, was der Ausgangspunkt ist und dementsprechend reagieren wir dann. Wir bauen erstmal einen Prüfstand ein und fahren den Dämpfer mal ab. Also hier fahren wir praktisch die Situation der Rennstrecke ab. Angenommen, einer unserer Fahrer hat ein Problem, beschreibt mir das. Wir sehen in den Daten, dass er bei einer gewissen Geschwindigkeit etwas zu wenig Dämpfung oder etwas zu viel Dämpfung hat. Dann können wir das hier nochmal nachempfinden und können das dementsprechend dann anpassen für den jeweiligen Fahrer. Hier bieten praktisch einen Rundum-Service fürs Motorrad an. Geht mit Motorservice los, was wir da in Kooperation mit dem Hummy-Tuning machen. Wir machen Bremsenservice mit verschiedenen Herstellern, vor allem mit Hehl, der da ein großer Partner von uns ist für Leitung und Sattel. Wir kümmern uns praktisch rund ums Bike. Meistens wird es im Winter abgehalten, dass die Motorräder zu uns kommen nach Terminvereinbarung. Werden zerlegt, gereinigt, Motoren instand gesetzt, Fahrwerke revidiert, wie wir es vorhin gesehen haben. Im Anschluss wieder zusammengebaut. Und die meisten Leute gehen dann Januar, Februar zum Thomas Thieme nach Spanien und ziehen dort nochmal richtig am Kabel. Also wenn ihr ein Racebike haben möchtet, dann können wir euch vom Einsteigerbike bis hin zum absoluten IDM-Bike alles bauen. Wenn ihr Hilfe für euer Racebike braucht, dann meldet euch gern bei mir. Die Kontaktdaten stehen unten. Ja, R Speedbikes heißt Ronny Schlieder Speedbikes. Name ist Programm. Ronny Schlieder schnelle Motorräder gehört zusammen. Mein Freund, Partner und Mastermind in technischen Sachen seit 15 Jahren. Das Besondere an ihm ist eigentlich, dass er das Motorrad als ganzheitliches Element betrachtet. Er kann es mechanisch erstellen, es elektronisch abstimmen und er weiß genau, was er am Fahrwerk tun muss, damit es wirklich auch schnell und präzise läuft. Nicht Einzelelemente, sondern das Ganze. Ich sage immer, wenn alle wüssten, wie gut Ronny ist, dann könnten Kinder mehr bezahlen. Für mich ist es neben meiner Familie einer der Menschen, mit dem ich am meisten zusammen bin. Sein Rat, seine Ehrlichkeit und sein unbändiger Drang, Neues zu versuchen, reißen mich als älteren Partner immer weiter. Solange ich Rennen fahre, darf ich immer mit Ronny Schlieder Rennen fahren. Danke, Ronny. Also Ronny habe ich kennengelernt, als er uns unser Motorrad aufgebaut hat, sprich die BMW, mit der wir unterwegs sind, sowohl für letztes Jahr für den Stock 1000 Cup, dem wir dann am Ende die Meisterschaft für uns entscheiden konnten. Und das auch nicht ohne Grund, weil wie gesagt, die BMW, die Ronny aufbaut, die hat Hand und Fuß, mit der können wir was anfangen. Die ist qualitativ sehr hochwertig, weil einfach alles passt und alles auch ein bisschen durchdacht ist und man sieht, dass da jemand Rennsport lebt und nicht einfach nur irgendwas zusammenschustert, sondern hier hat alles seinen Platz. Es ist alles genau dort, wo es hingehört und man kann damit wirklich grandios arbeiten. Außerdem ist Ronny nicht nur ein guter Crewchief für GERD 56, sondern auch ein guter Freund von uns, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht, immer ein offenes Ohr hat, auch wenn er wenig Zeit hat und wir es quasi schätzen, wenn wir dann tatsächlich mal ein Problemchen haben, wo wir mit unserem Team nicht weiterkommen, gerne auf ihn zukommen können und er uns da wirklich tatkräftig unterstützt und einfach hier eine große Hilfe für uns ist. Bisher ist mein Eindruck sehr gut. Wir haben uns gestern wirklich von Session zu Session gesteigert und konnten ein relativ gutes Setup rausarbeiten. Haben jetzt heute früh noch mal ein bisschen was probiert, um die Reifenstandzeit noch zu verlängern. Das ging in die richtige Richtung. Jetzt mussten wir für die Superpole noch mal ein bisschen Anpassungen machen. Und ja, jetzt werden wir die zwei extra setzen und dann muss er an dem rechten Kabel ziehen und
ich denke mal, das wird gut. Ja gut, jetzt sind wir bei den Temperaturen und bei der Abstimmung von gestern. Haben noch ein paar Feinheiten gefunden und fürs Quali wird es auf jeden Fall sehr gut werden. Die Felsen fest von aus, weil da geht es nicht um die Haltbarkeit beim Reifen. Da geht es um eine schnelle Runde, die muss passen und da haben wir eine Strategie zurückgelegt. Resümee zum Quali, also Rundenzeit war sehr gut, das Gefühl geht definitiv immer in die richtige Richtung. Wir haben noch nicht so hundertprozentig unseren Sweet Spot gefunden, den wir gerne haben würden. Der Ronny hat in den Daten schon ein paar Kleinigkeiten gesehen, nichtsdestotrotz erste Startreihe, ja, Mission completed, oder? Ja, also ich bin höchst zufrieden, hätte die Rundenzeit so nicht erwartet, also von Ken, von unseren drei Fahrern, das ist schon brutal schnell und das zeigt mal das Niveau der IDM. Und vor allen Dingen von unserer Truppe her. Ja, Qualifying war sehr eng alles beisammen. Im ersten Run, klar, erste Runde, konnte ich einen 32 fahren, wo ich ganz zufrieden mit war. Ich sag mal, war noch mehr drin, auch mit dem zweiten Reifen dann. Habe ich gepusht, was geht. Hat leider zwei kleine Fehler drin, die mir ein paar Zehntel gekostet haben. Aber dennoch mit 32,7, ja. Ich glaube, das ist ungefähr das, was ich mir ausgemalt hatte von der Zeit her mit P5. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass alle so schnell gewesen sind, aber ja, dennoch, zweite Reihe nehme ich mit. Quali verlief echt gut, konnten uns nochmal in der Zeit um einiges steigern. Zum Schluss mit P6 bin ich natürlich super zufrieden, 1:32,9, das war so das Idealziel von mir, das haben wir geschafft. Ja, jetzt schauen wir, was morgen geht. Sag mal, Quali ist immer die eine Sache und Rennen die andere. Ja, Qualifying must. Es gibt nur wenige Rennstrecken, wo die Startreihe so wichtig ist, wegen dem ersten Angelhaken vorne, wegen dem Einsortieren. Und von daher, erste, zweite Startreihe für alle drei Jungs ist klasse. Pax hat nochmal einen rausgehauen ganz zum Schluss. Toni hat geliefert mit P5 und Geo außerordentlich mit P6. Alle 32er Zeiten, alles im Lot. Erste, zweite Startreihe, Ziel erfüllt. Perfekter Tag. Hallo Leute, wie es gute Tradition ist, stellen wir unsere Partner und Freunde und Sponsoren vor, in diesen Teilen. Wie ihr an mir sehen könnt, lege ich guten Wert auf gutes Essen. Gutes Essen gibt es bei der EDM, hier bei STC und Colin und seinem Team. Ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken mal, was so gebacken ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir in den Heiligen Hallen von STC bei Colin zu Gast. Colin, seit diesem Jahr macht ihr das Catering bei der EDM. Wo kommt ihr her, was habt ihr früher gemacht? Also wir machen schon viele Jahre das Catering, von Schweizer Motorsportverband zum Beispiel, aber war immer alles im Offroad-Bereich. Oder wir haben auch Fahrrad-Weltcup schon gemacht, das WIP-Zelt. Also nie unerfahren, aber lange Jahre nicht hier gewesen. Ich war ja lange Jahre Fahrer selber in der IDM. Wieder zurück zu den Wurzeln im Endeffekt. Also du weißt, was wir mögen praktisch. Ich denke schon, dass man weiß, was hier gefordert ist. Genau. Was die Jungs wollen, ich denke, ich kann ganz gut auf die Fahrer eingehen, ja. Weil ich aus der Szene komme und deshalb auch weiß, wie was läuft. Wie ich mich am Wochenende ernähre? Ja, es ist schwierig zum sagen tatsächlich. Ich habe vor 2 Wochen oder so umgestellt, lasse ich das Frühstück komplett weglassen eigentlich am Morgen. Ganz, ganz selten was esse, dass ich einfach am Rennwochenende, wenn ich was frühstücke, ein bisschen mehr Kraft habe, dass ich mir unter der Woche ein bisschen mehr auszehren kann beim Training. Sonst eigentlich immer versucht, dass ich definitiv genug trinke, genug Elektrolyte, genug Proteine, ein bisschen Pasta für die Kohlenhydrate. Ja, das war's dann eigentlich schon. Der Rest wird dann am Bike erledigt. Ja, auf jeden Fall ausgewogen. Viele Kohlenhydrate, um die Speicher aufzufüllen. Vor den Sessions ja, relativ leichte Kost, mal Salat und Obst. Ja, aber nichts Spezielles eigentlich, so im Großen und Ganzen. Naschst du auch mal? Ja, hier und da, aber da kann man nicht viel dazu sagen. Eigentlich nicht speziell, weil ich meistens nicht so den Appetit am Wochenende habe. Also früh esse ich ganz normal zwei Semmeln mit bisschen Ei meistens, wenn es gibt. Mittag meistens irgendwie Nudeln und abends halt das, was bei STC dann zur Verfügung steht. STC-Event, das ist ja einmal der Aufbau fürs Catering oder überhaupt das Catering. Dann haben wir den Aufbau der Strecke noch.
der Werbung, Fahrerlager, Siegerehrung. Ist auch noch unser Bauteil. Es differenziert sich, es sind vier Mann, zwischen vier und fünf Mann, die sich um den Ablauf der Strecke kümmern. Um diese Arbeiten. Und hier ja, fünf, sechs, sieben Mann, je nachdem wie viel zur Verfügung stehen, ist das schon schwierig, immer personaltechnisch. Also wir haben jetzt diese Woche in Most haben wir, also ich denke mal komplett voll. Wir haben 150 Essen. Wir haben 80 Sitzplätze, also zwei Durchgänge. Frühstück ist gerade im Abbau. Getränke alles als SP gemacht, damit wenig Personal gebunden wird. Geht sehr gut. Alles aus dem Profibereich im Endeffekt. Okay. 300 Kaffeemaschinen wie immer mit im Boot seit vielen Jahren. Mit dem berühmten schwarzen Flüssigwecker. So sieht's aus. Mit feinster Maschine. Ja, jetzt ist halt Frühstück am Abbau, das sieht man jetzt nicht mehr viel von. Ja, aber. Alles Saft, Müsli. Heute gab's Schinken und Ei. Wurst, Käse. Das Schöne ist, dass Colin eben doch weiß, was die Fahrer nicht bloß mögen, sondern er geht auch sehr flexibel auf die zeitlichen Abläufe ein, sodass die Jungs auch zeitlich genug vorher alles zum, ist ja das, wenn man aus der Szene kommt. Genau. Das Problem ist, wenn du nie aus der Szene kommst, das ist so. Kannst du damit gar nicht umgehen. Da sagst du, wie, hast du um 12 Essen angesetzt? Nein, ja, da brauchen wir aber halb. Colin, was für Bier trinken wir denn hier? Hier trinken wir Freiberger. Jawohl. Colin, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Alles Gute und bleib unserer Szene noch lange erhalten. Ich denke euch. Most Renntag. Viele sagen ja, dass das Rennen nicht in der ersten Kurve entschieden wird. Hier wird es wieder so sein. Viel Spaß beim Schauen. Euer KW. Ja, wir hoffen, die richtige Reifenwahl wie immer getroffen zu haben und dass wir auf jeden Fall vorne mithalten können und am Ende noch genügend Reifen haben, weil hier der Asphalt frisst natürlich gerne den Reifen. Also wir erhoffen uns auf jeden Fall die Top 5. Muss ich nur mal schauen, wo das steht. Ich glaube, es wird schwierig zum Überholen. Ich habe vorher noch mit dem Toni gesprochen, der sagt, du kannst eigentlich Ende statt Ziel beim Anbremsen geht ein bisschen was und dann bis zum Matadorbogen gar nicht mehr. Und ich glaube, das wird die Schwierigkeit. Ansonsten von der Strecke her ist, glaube ich, alles gut. Da wird es wenig Schlüsselstellen geben. Ich glaube, das Überholen wird das Spannendste und da müssen sie sich konzentrieren, dass da wirklich saubere Manöver machen, wenig Fehler einbauen und da einfach versuchen, ja, so gut wie möglich nach vorne zu kommen. Pax, volle Konzentrationsphase, guter Blick, Reihe 1, Platz 3. Was ist deine Strategie und was vor allen Dingen deine Reifenwahl? Eigentlich gibt es eine Strategie und das ist attackieren oder attackiert werden und ich versuche definitiv zur richtigen Zeit das Richtige zu machen. Reifenwahl, denke ich, wird ähnlich sein wie beim Flo. Ganz genau kann ich es noch nicht sagen, aber ich denke, wir haben gleiches Material. Also, Ilja fährt Medium. Ja. Ja, sag's uns ruhig, sehen wir doch eh gleich. Gleich. Also, na, das ist mal interessant. Ganz links, Ilja Michalczyk, Medium. In der Mitte, die Honda, hart, weich. Das ist der Blick auf die Verfolger in Startreihe Nummer 2. Zweimal Gerd 56 mit Routinier Toni Finsterbusch auf der 5 und dem Junior im Team, Jan-Ole Jänich, auch der Klasse unterwegs mit Position Nummer 6. IDM Superbike Rennen 1 in Most. Los geht's. Tja, ich bin mal gespannt, wie schnell Pax die Chance hat, da vielleicht zu attackieren, weil das muss er jetzt machen, sonst ist ein weicher Reifen für die Katzreile haben. Jan-Ole Jänich teamintern vorbei an Toni Finsterbusch. Auch Patrick Hobelsberger mit ein bisschen Doppelwindschatten nimmt da ordentlich Fahrt auf. Jetzt auf der Bremse, Pax probiert sich innen rein zu pressen und geht vorbei bei Michalczyk. Klasse Manöver. Kleine Lücke zur blauen BMW von Soma und deswegen auch immer wieder die Attackeversuche von Jan-Ole Jänich. Da geht noch nichts. Gegen Florian Alt und da ist einer aus der Verfolgergruppe, ich glaube Finsterbusch, gerade rausgegangen, oder? Ja. Pax jetzt hier, wann bremst er denn? Hammermäßig, wie der das Ding da vorbeipresst. Blitzsauberes Überholmanöver und damit die Führung für die Gerd 56 BMW. Und Jänich, ganz wie es so seine Art ist, schaut sich das mal in Ruhe an. Das ist üblicherweise keiner, wo es Ilja Michalczyk probiert, aber es klappt. Also Führungswechsel zwischen Michalczyk und Hobelsberger. Während Soma mitzieht mit Michalczyk und sich innen vorbei presst, in der Kurve 20 an Patrick Hobelsberger. Und Hobelsberger kann das Tempo von den beiden ganz vorne nicht mehr mitgehen. Tja, das ist der Kampf um Platz 4 zwischen Hobelsberger und J.O. Jan-Ole Jänich. Das sieht mir fast so aus, als würde J.O. da immer so ein bisschen zurückziehen, um ja keinen Mist zu machen. In der Zwischenzeit haben wir ein Problem hier mit Hobelsberger, denn
der ist irgendwie nicht mehr dabei. Und Jan-Ole Jänik damit kampflos auf der vierten Position. Um Michalczyk außen rum und jetzt innen rein, vorbei an Hannes Sommer. Nein, Sommer schmeißt das Ding weg. Jan-Ole Jänik sieht sich plötzlich auf dem Podium. Rennsport ist eine geile Sache. Alles, was geht, ein Applaus. Hier, Jan-Ole Jänik. Also es war natürlich am Anfang echt ein bisschen aufregend alles. Gut, Pace war nicht ganz so schnell, wie ich gedacht hätte. Konnte ich gut dranbleiben. Habe mich erstmal ein bisschen zurückgehalten, wollte das Material ein bisschen schon reifen, dass ich hinten raus noch ein bisschen was habe. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, also konnte dann Pace mitgehen. Habe mich da ein bisschen am Pax und am Alt ja ein bisschen hinten aufgehangen, beziehungsweise konnte zwar ein bisschen schneller, aber bin ich richtig vorbeigekommen. Bin ich leider irgendwie mit dem Pax zusammengekommen. Er musste weit gehen, ich bin gerade noch so sitzen geblieben. Zum Glück dann noch irgendwie aufs Podium gekommen und ja, bin auf jeden Fall mega happy. Definitiv, also letzte Runde, es ist ein Geschenk von Hannes, ja okay, aber wir nehmen es gerne an und auch wir hatten hier schon in der Box gesagt, vierter Platz, mega, hat er gut gemacht. Gut, dann kam natürlich die Emotion, dass da Pax nicht mehr vorne mitgefahren ist, siehst hier nichts im Bildschirm, was los ist, aber dann mit einmal auf drei. Tja, das ist eben Rennen. Die anderen zwei, der Flo und der Ilja, sind SC1 und SC0 gefahren, also die harte Mischung und die Medium-Mischung. Ich bin die weiche Mischung gefahren. Für mich war es eigentlich bis Runde 8 ein sehr gutes Rennen. Ich konnte einige Runden führen, konnte mich direkt an beiden vorbei arbeiten. Bin dann in ganz komische Probleme gelaufen. Wie das geht, wissen wir bis jetzt selber noch nicht. Wir hatten das ganze Problem das Wochenende nicht. Wir hatten teilweise schon deutlich mehr Runden auf den weichen Reifen draufgefahren. Es ist absolut eigentlich unerklärlich, wie das passiert ist. Durch das bin ich ewig weit zurückgefallen. War dann Dritter. Da ging der Flo vorbei, dann konnte ich mit dem Flo ein bisschen mitfahren. Und der Joe wollte sich dann bei mir vorletzte Kurve vorbeibremsen, kam nicht ganz vorbei. Hat mir im Augenwinkel gesehen und ja, so gerne er mich mag, hat er mir seine Liebe gezeigt und haben ein bisschen, ja, gleichen Lack von der Verkleidung ausgetauscht und ich musste weit ins Kiesbett und in den Reifenstapel rein, musste das Motorrad zurückschieben auf Startziel und bin dann als 18. zurück auf Startziel, konnte mir auf zwei Runden noch vorarbeiten auf den 14. Platz. Ja, sehr enttäuschendes Rennen gewesen leider, hat sehr geil angefangen, hat mir ein super gutes Gefühl, war ein bisschen schade. Ja, ich bin vorletzte Kurve, bin in die Bremse gegriffen und konnte halt direkt bis an meine Finger ziehen. Joe war halt ganz knapp vor mir, also hätte ich einmal nochmal losgelassen, wäre ich innen drauf gefahren. Deshalb habe ich mich entschieden, einfach so weiterzuziehen. Links vorbei halt und mit Hinterradbremse was geht und bin da voll ins Kiesbett rein und gerade noch vor der Wand zum Stehen gekommen. War dann, keine Ahnung, irgendwo ganz, ganz, ganz hinten. Bin dann einfach noch weitergefahren, halt, um vielleicht ein paar Punkte zu holen. Da sind, ich glaube, dann 10. noch geworden. Also ja, ärgerlich. Pace war ganz gut halt, konnte dann alleine 33,2 noch fahren. Ja, aber nützt halt auch nichts, wenn du irgendwo dort hinten rumheierst. IDM Superbike, Rennen Nummer 2, live aus dem Autodrom von Most. Los geht's. Es hat gepasst bei Patrick Hobelsberger, um Michalczyk ebenfalls noch einzukassieren. Aber an der Spitze sind alle noch da und vor allem Patrick Hobelsberger mit dem ersten Versuch auch noch an Hannes Sommer vorbeizugehen. Und das scheint auch schon gepasst zu haben. Tja, der ist auf Krawall gebürstet oder so. Also nicht falsch verstehen, der ist auf Attacke gebürstet. Ja, und damit wird Pax Hobelsberger gleich auch unter Druck kommen. Derweil wird Patrick Hobelsberger jetzt plötzlich nur noch auf der 10 angezeigt. Also da muss irgendwo in der Verfolgergruppe noch mal ein Bock drin gewesen sein. So, also ja. Es ist ganz klar, dass Patrick Hobelsberger da auf der 2 unterwegs ist. Ist das Finsterbusch? Finsterbusch, wir zwei sind auch Experten. Ne? Das ist Toni Finsterbusch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der da seit Rennanfang wohlgemerkt die Spitzenplätze bekleidet und Patrick Hobelsberger ist derjenige, der weit zurückgefallen ist. Eine GERZ 56 BMW war aus der Spitzengruppe ja zurückgefallen. Ich meine, gut, die kümmern sich drum, machen unterschiedliche Farben auf die Motorräder. Wir raffen es trotzdem nicht. Ganz, ganz starke Sache. Also, sorry dafür.
Finsterbusch ist derjenige, der auf der 2 liegt mit der 56 auf seiner Gerd 56 BMW. Und Hobelsberger war derjenige, bei dem der Start nicht gepasst hat. Und der liegt nur auf der 10. Position. Gute Ausgangsposition für Michalczyk, der jetzt auch sofort attackiert. Aber Finsterbusch ist auch gut rausgekommen. Ja, und das Thema Bremse passt bei ihm sowieso. Das ist ja nun auch nichts Neues rund um Toni Finsterbusch, der die 2 verteidigt. Und Patrick Hobelsberger hat sich tatsächlich da lösen können mit der 52 auf der 7. platzierten Gerd 56 BMW. Florian Alt, der sich nicht lösen kann von Toni Finsterbusch, von Ilja Michalczyk, Hannes Sommer. Ich glaube, dem wird jetzt die Lücke langsam zu groß, saugt sich daran an Toni Finsterbusch. Aber die beiden BMWs gehen richtig gut, also so einfach ist das für Michalczyk nicht. Aber guck mal, Finsterbusch fährt in dieser Passage zumindest offensichtlich ein bisschen wieder ran an Florian Alt. Starkes Rennen von Toni Finsterbusch. Hier macht im Moment keiner einen Fehler. Nächster Versuch von Michalczyk. Kommt jetzt mit richtig viel Schwung ran. Auf der Bremse und presst sich sauber vorbei. Starkes Manöver von Ilja Michalczyk. Bevor Jenich und Zanetti miteinander kämpfen, hier schön zu sehen. Auf den Plätzen 5 und 6 in der Spitzengruppe. Und Patrick Hobelsberger scheint, das Bild festigt sich, aus eigener Kraft im Moment nicht ranzukommen. War, wenn wir uns all die Zeiten der ersten 7 angucken, auch im letzten Umlauf der langsamste in diesem Paket. Und damit ist er eigentlich jetzt nicht nah genug dran. Nee, da reicht es noch nicht. Vielleicht jetzt Schwung mitnehmen und dann Richtung Orlenbogen. Aber die Passage, die liegt hier nicht richtig gut. Keine Chance für den Italiener. Hannes Sommer kommt langsam aber sicher wieder ein bisschen näher heran an Toni Finsterbusch. Sommer im Hintergrund mit der Attacke auf Finsterbusch. Also jetzt kommt dann alles auf einen Schlag. Vor Toni Finsterbusch, Lorenzo Zanetti und Jan-Ole Jänich vor Patrick Hobelsberger. Ja, hatten, denke ich, einen ganz guten Start bzw. gute erste Schikane. Hab mich dann ein bisschen aggressiv gleich am Ilja in Turn 3 vorbeigeschoben. Dann bin ich eine ganze Weile hinterm Flo, ich sag mal, gefolgt. Dachte vielleicht, dass sein Xer eingeht, aber hab dann gemerkt, dass mein Nuller eigentlich immer mehr angefangen hat mit Schmieren. Und ja, dann ist der Ilja dann relativ gegen das letzte Renndrittel vorbeigekommen. Da hatte ich ein paar kleine Warnungen vorne, beziehungsweise konnte das Tempo nicht mehr ganz mitgehen. Hab dann blöderweise noch einen Fehler in der Spitzkehre eingebaut, sodass der Zoomer dann mit einmal dran war und auch gleich vorbeigegangen ist. Konnte dann eigentlich noch mal ganz gut mitgehen, habe mich dann wieder verbremst halt in der ersten Kurve und ja, dann ist einfach die Lücke aufgegangen, beziehungsweise war nur noch 1,5 Runden zu fahren und dann war nach hinten, hatte ich genug Abstand und vorne, das hätte ich nicht mehr zufahren können. Der Start war schwierig, ich wurde in der Schikane auch ein bisschen eingeklemmt, war dann in der Runde, ich glaube, 12. oder 11. 10. Ging dann hinten an Kovac noch vorbei, der ist dann seitlich außen von mir gestürzt. Also es war natürlich, wie immer, wenn man da irgendwie 10. ist, absolut ereignisreich. Da kannst du Geschichten erzählen bis zum Abwinken. Ganz komisch war, wir sind SC0 gefahren, weil Fehler machen wir nicht zweimal, da lernen wir draus. Keine Ahnung, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr gehabt zum Motorrad, weder vorne noch hinten, hatte hinten kaum Grip, vorne kein Gefühl. Leichtes Chattering ging überall weit, ich muss kämpfen ohne Ende, ich habe auch gekämpft. Ich dachte, mein linker Oberschenkel reißt ab Mitte vom Rennen, wirklich, ich habe fast genickstarre, ich habe gekämpft bis zum Schluss, aber ja, konnte nicht mehr retten wie den 7. Platz und ja, es ist ein extrem enttäuschendes Ergebnis. Keine Ahnung, mit was wir das genau verdient haben, aber mit irgendwas haben wir es verdient. Anscheinend steht eine kleine Lektion bevor. Ja, mal schauen, was wir daraus gelernt haben. Ja, es war auf jeden Fall ein solides Rennen. Vielleicht nicht ganz so, wie man mir erhofft hat nach dem ersten, aber auf jeden Fall solide. Guten Start gehabt, ein bisschen doof angestellt in der ersten Kurve, dort ein paar Positionen verloren. Konnte mir dann wieder ein paar zurückarbeiten. Dann hinten raus nochmal gegen Zanetti, ja, musste ich federn lassen, aber ja, mit dem 6. Platz alles in allem bin ich echt, sag ich mal, zufrieden. Ja, nach dem gemischten Gefühl in Rennen 1 mit der Freude über das Podium und den Problemen bei Pax haben wir uns natürlich größere Hoffnung gemacht, auch gerade was die Reifengeschichte betraf. Das ist nie alles aufgegangen.
ich glaube, wir haben es auch mit verdammt hohem Niveau an der Spitze zu tun. Und um das mitzugehen und um die zu schlagen, da müssen wir scheinbar noch immer in die Trickkiste greifen. Aber wir schauen auf uns. Wir schauen aufs nächste Rennen in Schleiz. Aufgegeben werden Briefe und keine Rennen. Glückwunsch nochmal an Geo. Glückwunsch an Toni zum tollen Podium. Und in Pax muss durch diese Ergebnisse sich durchbeißen. Daraus werden Champions gemacht. Und wir glauben daran. Es war eher durchwachsen, durch einen etwas schlechteren Start vom Pax. Ging es für ihn nicht ganz so ins Rennen, wie er sich das gedacht hat. Und ja, er konnte dann halt einfach nicht durchziehen, aber ja, Toni hat ein super, super starkes Rennen gehabt, wenn man sieht, dass er, oder in Betracht zieht, dass er aktuell ziemlich angeschlagen ist gesundheitlich, hat er ein überwältigendes Rennen in meinen Augen da abgeliefert, wenn man sieht, wie es ihm die letzten Tage so ging. Geo natürlich, der hat den Schwung aus dem ersten Rennen nicht ganz so mitnehmen können, aber trotzdem gut, sehr gut gefahren, hat wieder mal gut Punkte geholt. Und nochmal auf den Pax zu kommen, er hat das auch sauber gemanagt. Dafür, dass es eigentlich so schlecht lief, hat er einfach die Punkte mitgenommen und in Schleiz greifen wir wieder an. Also es geht einfach wieder von neun los. Der Gap zu den ersten zwei ist jetzt natürlich ziemlich groß, aber es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. So, Fanny, da werden wir den Dummer mal ausladen, oder? Jo. Mal gucken, was geflogen kommt. Uiuiuiui. Oh, unser schlechter Ruf. Stopp, das Erste, was man sieht, zwei leere Fässer Bier. Wir kommen immer leichter zurück, wie wir hingefahren sind, weil Kraftstoff. In dem Falle von der Freiberger Brauerei. Dann kommen wir immer leichter zurück, weil Motor. Du fährst mit zwei hin und kommst mit einem wieder. Darauf ruht er dicke Nacht. Aber ich habe zwei davon wegen meinem Gewicht. So, Vorsicht. Wegen der Berufsgenossenschaft nicht, dass du mir daneben trittst. Dann machen wir es im Rennen. Wir lösen erstmal die Bremsen. Das Aggregat aus München. 220 PS. Und hier musst du auch glaube ich, lösen, das sogenannte Sturzteileregal. Die haben es verkehrt rum reingesteckt. Oben ist unten und unten ist oben. Hobby-Amateure halt. Und schon rollt es wieder. Jop, jop. Jo. Und abwärts. Das ist schon, ne? Ging es ja in der Meisterschaftstabelle hoch. Aber das Gute ist, lieber Johannes, gleich wirst du merken. Uch. Komm mal her, lieber Thomas. Das ist übrigens Thomas Schlieder, der Papa vom Ronny, der uns immer zur Seite steht. Die Motorrad das immer schön sauber macht. Nachdem es abwärts ist, geht es nämlich immer wieder aufwärts. Geht zwar etwas schwerer wie abwärts, aber es ist wie im richtigen Leben. Und dauert länger. Darum muss man geduldig sein. Und jetzt holen wir bloß noch das letzte Teil raus, liebe Zuschauer, weil es sonst gammelt. Feuchte Wärme unter Verschluss entwickelt Schimmelbildung. Lüften Sie ordentlich. Und was steht an unserem Kühlschrank? Drehen wir ein. Coole Getränke, coole Truppe. Freiberger alkoholfrei. Ist bloß Spaß. Wir trinken Risches. Wie sage ich immer, große Klappe, viel dahinter. Sie sehen meine Zuschauer, Happy Amateure. Schönen Dank, Fanny. Komm, wir gehen in den Rochen, oder? Ich hab da immer Lampen. Ja, gehen wir in den Rochen? Okay. Herzlich willkommen in Most. Das ist eine sehr gute Frage. Hier und da und dort. Wie es gute Tradition ist, stellen wir unsere Partner und. Oh, ne, nochmal. Ach du Scheiße! Wenn Benzin leer ist, dann kann ich es nur schnell hin. Oh, herrlich!